So Leute, da sind wir wieder mit unserem Let's Play Advance Wars. Ja, wir waren gerade dabei, unseren Zug zu beenden, damit wir gucken, was denn Kid als nächstes macht. Und? Oh, er kann seine Gabe nicht einsetzen. Dann habe ich mich geirrt. Ihr seht, er ist nicht schlecht, der Mensch. Ah, nein. Er ist überhaupt nicht schlecht. Na, das wussten wir. Das wussten wir. Oh, das wussten wir allerdings nicht. Okay, das passt mir gerade ganz und gar nicht. Erstmal baue ich mir hier einen Raketenwerfer, auch wenn das manch einer für Verschwendung halten mag. Drrrr. Weil ist halt so und so, ja? Ich brauche auf jeden Fall da oben die Häuser, weil ich brauche das Geld. Ich bin jung und brauche das Geld. Und wenn ich das anders machen würde, wäre das auch kaum eine Option. Da er jetzt aber in der nächsten Runde wahrscheinlich aller Voraussicht nach seine Kogabe einsetzen kann, bleibt mir nichts außer so viel wie möglich von ihm wegzureißen, bevor er mir dann meine Einheiten gleich wegnehmen wird. Zum Beispiel wird dieser Panzer hier gleich sterben. Deshalb greife ich den da oben an. Weil mit schwachen Einheiten kann man nicht so viel machen. Eventuell zieht er sich so. Ja, die nicht, ne? Also, damit wird er dann meine Fernkampfeinheiten angreifen, aber. Ja, das ist halt echt gefährlich hier. Guckt euch das an. Ich meine, 3 bis 6, also ob 3 bis 5 nicht badass genug wären, kann er 4 Felder dann. Sprechen. Besser wäre es noch, wenn er die hier nicht. Aber na gut. Haben wir Schlachtschiffe gehabt? Haben wir Schlachtschiffe? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich es doch gewusst. Es tut mir unendlich leid, aber du lässt mir keine andere Wahl. So, jetzt greift er mich da erstmal an, aber da hat er nur noch 3. Ja, ihr seht, also er könnte mich jetzt damit locker treffen. Ne? Habe ich was gesagt? 2 bis 6, ja? 2 bis 3 normalerweise, 2 bis 4. Und jetzt schaut euch das an. 3 bis 8. Die können ein Riesengebiet bestreichen. Komme ich um die 8 Felder. Super. Ja, ich weiß, er kann mich angreifen, aber das ist mir egal. Alter, alter, alter. Moment. Ja, er kann. Ja, wenn ich ihn nicht erreichen kann, kann er nicht erreichen. Das heißt. Ich werde ihn erstmal damit wegputzen. Dann damit. Sorry, Leute. Es ist der Nachteil an einem USB-Mikrofon ist, dass man es nicht muten kann. Etwas nervig, aber na gut. So, der kann gerade mal. Ja, doch, den angreifen. Oder den da. Ne? Ja. Und der könnte mich nicht treffen. Super. Man kann also nur mit der Kogabe das Haus bestreichen. Das ist für mich sehr schön.
sagen wir es einfach mal so. Kann die Flak eigentlich 6? Auch 6. Naja, gut, dann nehmen wir die Panzerhaubitze lieber. War es eine doofe Sache. Muss ich jetzt eigentlich weiter vorrücken sollen? Pam! Hat irgendwas? Ein Kratzen im Halten. Moment, mal verdrecken. So, den nehmen wir mal mit. Ich hoffe, ich denke daran, das rauszuschneiden. Aber wahrscheinlich nicht. Okay. Eine unwichtige Steam-Meldung. Kann man ja mal gemeldet haben. Muss man zwar nicht, aber kann man mal. So. Achso. Nee, das Gebäude nehmen wir ein. Das Gebäude nehmen wir auch noch schnell ein. Und dann nichts wie weg zu dem Gebäude da oben. Wie viele Gebäude habe ich da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 11, habe ich nicht gezählt. 4, 4, 7, 8, 3, 7, 11, ja, super. Ich habe Money, Bitch. Moment, der kann doch bis da runter schießen, oder? Nee, doch nicht. Super. Er hat da oben noch einen Kampfpanzer. Na ja. Jagdpanzer Speer. Sicher, wie gesagt, also mit den Speeren hat es folgende Sache auf sich. Sie sind zwar gar nicht so stark, aber sie können, wie ihr seht, 8 weit. Und guck mal, wenn ich hier stehe, hier kann ich von ihm ohne Gabe nicht getroffen werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, da könnte ich sogar mit dem Panzer hin. Okay. Oh, Mensch, hat der viel Kohle. Und keine Fußsoldaten mehr. Und ich habe einen Raketenwerfer. Mich auch nicht treffen können, oder? Trifft er mich da? Da trifft er mich nicht. Ach, super. So. Und so. Und warten. Ach, das war nicht schlau. Das war überhaupt nicht schlau. Nein. Habe ich selber mitgekriegt. Dass das dumm war. Da hätte ich doch wenigstens noch da ein bisschen was weghauen können. Ba,
Badam, bam, bam. Ich mag Kids Music richtig doll. Oh yeah. Das Gelbe vom Ei, aber mit dem kann ich dann sowas ausrichten. Super. Kampfpanzer. Und ja, Panzer. Und über den Teich. Wie weit reicht der Panzer dann? Okay. Bitteschön. Aber wenn er dahin reicht, dann reicht er dahin nicht. Okay. Sehr schön. Touché. Das sollte ihm erstmal wehtun. Zack, und der kann eh nicht so weit. Ein kleiner Nachteil, aber geht schon. Er wartet schon seit Stunden und seit Jahr und Tag, wie man so schön sagt, wartet da ein Gebäude drauf eingenommen zu werden. Es tut mir leid, Gebäudechen. Jagdpanzer. Jagdpanzer. Kopfhörer. Nicht runterfallen. Ja, okay. Aber das ist nicht so schlimm. Jetzt kommt er nämlich mit seinem Kampfpanzer an. Ne, mit seinem Jagdpanzer, okay. Das ist aber nicht... Weil jetzt opfere ich den... ja, für sowas ist immer was. Den wollte ich gerade opfern, du Scheißkerl. Na, warte. Hat er sich auch noch so gut hingestellt, dass ich den nicht opfern kann? So ein Mistvieh. So. So. Jetzt kann ich den nämlich noch opfern, das wollte ich sagen. Weil der hat ja eh nur noch drei, jetzt haben wir schon mal einen weniger. Ja, ich weiß, den kann er gleich treffen. Aber das ist mir gerade ziemlich egal. Alter, Alter, Alter. Wahrscheinlich wird er mich mit dem angreifen. Dann habe ich ihn eigentlich da, wo ich ihn haben will. Behaupte ich einfach mal. Gucken, kann ich? Bin ich. Ja, super. Das heißt, wenn er macht, was ich denke. Dann, ach so, dann schießt er meinen Raketenwerfer mit seinem Raketenwerfer runter. Das könnte er natürlich auch machen. Nee. Mensch, du hast keine Chance, sag ich dir, oh yeah. So, aber erstmal können wir uns zur Gabe einsetzen und dann, wie es weitergeht,
Das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Let's Play Advanced Wars. Bis dahin und tschüss.